Moin, liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen. Ja, der September ist da, die Sonne scheint, super Wetter und ich hoffe, das hält auch noch so einige Wochen an, denn ich habe keine Lust auf den Herbst, aber der Herbst kommt und deswegen bereite ich heute den Garten ein wenig auf den Herbst vor. Und zwar ist die Saison noch nicht komplett vorbei mit dem Gemüseanbau, deshalb werde ich heute einiges aussehen. Ich habe dabei drei verschiedene Kulturarten der Marke Sperli und zwar einmal hier ein Spinat der Sorte Matador. Dann habe ich hier einmal einen Feldsalat, der eignet sich super jetzt für die Herbst-Wintersaison, die Sorte Vollhart 3. Und dann noch ein Mini-Pak Choi. Man kennt ihn unter den trivialen Namen Tatsoi. Ist auch sehr, sehr lecker, sehr schnellwüchsig. Baut man eigentlich in der Regel noch bis Ende August an. Aber ja, die letzten 3-4 Jahre, die kennt man ja auch. Die Herbst- und Wintersaison war sehr mild. Deshalb kann man das auch ohne Probleme noch bis Ende September machen. Und selbst wenn er dann nicht ganz so groß wird, macht ja nichts. Man kann ihn in jedem Entwicklungsstadium ernten. Und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Ganz wichtiger Punkt, ich fange jetzt gleich an mit dem Spinat. Und ich habe es auch in meinen letzten Spinat-Videos immer mal wieder erwähnt. Achtet unbedingt drauf, welche Spinatsorte ihr zu welcher Jahreszeit anbaut. Nämlich, das ist ganz entscheidend. Hier zum Beispiel die Sorte Matador, die ist tageslängenabhängig, das heißt in den kürzeren Tagen, jetzt zum Beispiel im Frühjahr oder halt wie es aktuell jetzt ist im Herbst, werden die Tage immer kürzer, also es wird immer später hell und dann dementsprechend auch früher dunkel. Da eignet sich die Sorte Matador ungemein, würde man die jetzt im Hochsommer anbauen. Zum Beispiel im Juli würde sie sehr schnell in die Blüte gehen, also schießen und der Spinat wäre nicht mehr ganz so lecker, nicht mehr so ertragreich und hätte eine Menge Nitrat im Blatt und vor allen Dingen hohe Oxalwerte. Das will man natürlich nicht, deswegen Matador eignet sich jetzt zum Beispiel für den Frühjahrs- oder Herbstanbau sehr gut. Ja, und bei den Feldsalatsorten, da könnt ihr im Grunde eigentlich fast alle Sorten nehmen, die es so auf dem Markt gibt. Da gibt es zwar welche, die sollte man vielleicht lieber erst im November aussehen, andere dann eher im September, Oktober, steht meistens aber hinten auf der Saatgutpackung drauf. Da könnt ihr euch dran halten, da macht ihr nichts verkehrt. Und wie vorhin erwähnt, der Tatsoi bzw. Mini Pak Choi, den werde ich trotzdem noch aussehen. Ich habe ja hinter mir im Hochbeet schon einiges an Pak Choi, den zeige ich euch noch mal jetzt gleich etwas näher. Und zwei Drittel davon habe ich schon abgeerntet und jetzt ist wieder viel mehr Platz für so einiges wie Spinat. Also los geht's. Ja, hier in dem mittleren Bereich, die Fläche, die jetzt leer ist, da stand vorher der Pak Choi. Jetzt sind noch einige, wie viel sind es? 4 Pflanzen links an der Seite. Den einen ernte ich jetzt noch mal eben schnell. Denn heute Mittag gibt es wieder eine Pak Choi Pfanne. Ich habe sonst in der Regel immer nur 3-4 Blätter geerntet, aber heute bereite ich schon was Größeres vor für morgen auch noch. Das passt ganz gut und schaut euch den mal an, wie gut der aussieht. Also man hat jetzt hier wirklich keine zerfressenen Blätter oder sonst was. Die Kohl-Weißling-Saison, die war dieses Jahr auch eher sehr mau. Ich habe ihn aber zweimal mit Centari behandelt. Das ist ein ökologisches Pflanzenschutzmittel, ein Bakterienstamm, Bacillus thuringiensis, hilft sehr gut gegen die Raupen der Schmetterlinge, wie zum Beispiel den Kohl-Weißling, also den großen und den kleinen. Dementsprechend ist der frei von Raupenfraß, aber die Saison war ja auch hier wieder super trocken. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Kohl-Weißling-Schäden hattet, obwohl ihr keinen Xentari benutzt habt oder auch zum Beispiel keine Netze über euren Kohl gestülpt habt, dann liegt es aber häufig daran, dass ihr jetzt nicht irgendwie Hokuspokus betrieben habt, sondern dass die Saison zu trocken war und dementsprechend die Eier nicht schlüpfen konnten. Ähnlich sieht es auch aus mit der Kohlfliege. Wenn der untere Bereich, der Boden zum Beispiel jetzt hier bei den Kohlrabis, dauerhaft sehr trocken ist, hatten wir ja jetzt in den letzten paar Wochen, dann schlüpfen die Eier einfach nicht. Die bleiben einfach so weit intakt, bis halt wieder eine sehr lange Nässeperiode da ist und dann schlüpfen die und dann hat man häufig Fraßprobleme. Ich bekomme das immer wieder mit. Einige schwören ja auf Acker-Schachtelhalm-Sud oder auf Knoblauch-Sud und einige gehen davon aus, weil sie dann halt die Pflanzen damit behandelt haben, dass deshalb halt kein Kohl-Weißling am Start ist oder auch keine Kohlfliege. Nee, so einfach ist das nicht, sonst würden die Landwirte auch nur noch Knoblauch spritzen. Aber diese Saison ist sehr glücklich hier bei uns im Osnabrücker Raum verlaufen. Deswegen habe ich jetzt hier auch ein super Pak Choi in der Hand und musste kein Netz drüber stulpen und ja, bin sehr zufrieden. Aber jetzt wird diese Fläche erstmal eingesät. Ja, die freie Fläche hier, die beträgt ungefähr 45 bis 50 cm. Das passt ganz gut. Ich werde jetzt hier auf dieser Seite Spinat und eine Reihe Feldsalat aussehen. Ich muss den Boden dafür erstmal noch mal einmal gut auflockern, denn so eine Saat, die geht am besten in leicht lockerem Boden auf.
Und der Vorteil hierbei ist, wenn ich jetzt hier rumhacke mit dem Grubber hier, mit dem Handgrubber, dann setze ich wieder organisches Material so ein bisschen frei, bringe so Sauerstoff in den Boden und die Mikroorganismen, die sich hier drin befinden, die setzen dann das organische Material relativ zügig um. Und dementsprechend kann es ganz gut sein, dass man nochmal so 20 bis 40 Kilogramm Stickstoff pro Hektar wieder freigibt, also 2 bis 4 Gramm. Das ist eigentlich optimal. Dementsprechend muss man solche Herbst-Winterkulturen kaum noch, wenn man sie im zweiten Satz anbaut, also wie hier zum Beispiel nach dem Pak Choi, kaum noch düngen oder eigentlich gar nicht mehr düngen. Denn Blattgemüse enthält relativ viel Nitrat oder nimmt viel Nitrat auf, und vor allen Dingen in den lichtarmen Monaten, wie jetzt zum Beispiel September, Oktober, November, bleibt das Nitrat im Blatt relativ lange enthalten. Und es ist nicht so günstig, dass das passiert, denn man will eigentlich so wenig Nitrat im Blatt haben, wie es nur geht. Denn man sollte auch mit der Düngung aufpassen. Die Pflanzen können nicht mehr ganz so viel Nährstoffe aufnehmen in diesen lichtarmen Monaten. Und je lichtärmer der Monat ist, umso mehr Nitrat kann dann auch im Blatt verweilen. Man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt mittags zum Beispiel einen Kopfsalat erntet, der hat nicht ganz so viel Nitrat in seinen Blättern jetzt gerade vorhanden gespeichert als am Abend, wenn es dunkel ist oder in der Nacht. Und deswegen empfehle ich immer jeden, der zum Beispiel sein Gemüse erntet, aber vielleicht dann halt auch seinen kleinen Kindern etwas Gemüse geben möchte, dass der das in der Mittagszeit bei der prallen Sonne erntet und vorher dementsprechend nicht zu stark düngt. Denn je mehr man hier düngt, umso größer natürlich auch der Ertrag. Das ist ja ganz schön, aber umso mehr leidet dann auch langfristig die Gesundheit drunter, denn Nitrat will man nicht in zu großen Massen aufnehmen. Ist schon gesundheitsschädlich, ab einer gewissen Menge, und wenn man vorerkrankt ist, sowieso. Deshalb werde ich diese Fläche hier gar nicht düngen. Ich habe es jetzt aufgegrubbert, aufgelockert, und die Mikroorganismen, die geben jetzt hier Vollgas. Man hat ja hier wirklich organisches Material, was zersetzt wird, und hier werden locker 20, 30 Kilogramm Stickstoff, wie vorhin erwähnt, freigesetzt, also 2-3 Gramm, und das reicht für den Spinat und den Feldsalat zum Start locker aus. Und wenn ich merke, dass die älteren Blätter gelb werden, dann gebe ich nochmal einen Schuss Flüssigdünger hinzu, der wirkt sehr schnell, damit macht man nichts falsch. Aber jetzt habe ich hier die Fläche aufgelockert, ich ziehe hier mit der Rückseite einmal zwei rein. So, die können ruhig so 2 bis 4 cm tief sein. Häufig steht auf so einer Saatgutpackung 1 bis 2 cm, das ist auch richtig. Aber das kriegt man natürlich mit so einem Ding nicht immer super hin. Und selbst bei 4-5 cm keimt so ein Feldsalat bzw. ein Spinat noch zuverlässig. Alles, was dann noch tiefer wird, ja, das ist dann Glückssache. So, aber ich würde sagen, das sind ungefähr 25 cm Abstand. Das reicht für den Spinat und Feldsalat vollkommen aus. Ich mache jetzt hier komplett die Direktsaat, also ich ziehe die Pflanzen nicht vor und starte jetzt mit einem relativ dichten Abstand. Also beim Feldsalat gebe ich ungefähr alle 3-4 cm einen Samenkorn rein, gerne auch mal 2 auf einmal, dass sie so im Tuff wachsen. Und beim Spinat achte ich auch so drauf, dass ungefähr alle 3-4 cm ein Samenkorn reinkommt, und dann kann ich, ja, wenn das Wetter mitmacht, vielleicht schon die ersten Pflanzen in 4 bis 6 Wochen ernten. So, hier in dem Beutel sind 25 Gramm Saatgut drin, eine ganz große Menge. Da kann man einige Quadratmeter mit Feldsalat anbauen. So, ich habe jetzt mal gefühlt einen Gramm mal rausgeholt. Jetzt halt mit Daumen und Zeigefinger ungefähr alle 2-3 cm 2-3 Körner. Also man kann die ruhig als kleinen Tuff aussehen. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr die Pflanzen im Gartencenter kauft, dann gibt es die halt in Erdpresstöpfen, und da sind meistens so 3 bis 5 Korn drin, also 3 bis 5 Pflanzen, und die drücken sich so ein bisschen auseinander, und dann kann man die ganz gut zusammen ernten. So, also das hatte ich in der Hand. Die Tüte ist immer noch randvoll. Also wer will, kann mit so einer Tüte die ganze Siedlung ernähren. So, und jetzt geht's zum Spinat. Da ist auch eine ganz schöne Menge drin, also 50 Gramm in der Tüte.
von der Sorte Matador. Und hier sieht man auch nochmal den Unterschied. Also die Samenkörner sind deutlich größer beim Spinat im Vergleich zum Feldsalat. Das Gute ist, das sind beides unterschiedliche Kulturarten bzw. Gattungen und die gehören zu unterschiedlichen Familien an. Zum Beispiel gehört der Spinat zu den Amaranthgewächsen und der Feldsalat zu den Geißblattgewächsen. Dementsprechend ist in der Fruchtfolge alles relativ entspannt. Ich habe jetzt hier das Beet sehr kohllastig gehalten und man sollte halt den Kohl nicht nach dem Kohl anbauen. Dementsprechend habe ich mich für diese beiden Kulturarten entschieden. Und da braucht man dann halt nicht ganz so groß Sorgen haben, dass die jetzt alle krank werden, die Pflanzen. Weil zum Beispiel die Kohlhernie, die beim Kohl sehr starke Probleme macht, die befällt auf keinen Fall den Feldsalat und auch nicht den Spinat. Und somit brauche ich mir nicht ganz so viele Sorgen machen, dass der Spinat dann hops geht oder auch der Feldsalat. So, und hier wirklich alle 2, 3, 4 cm ein Samenkorn vom Spinat. Ihr könnt euch ruhig mal ein bisschen dichter aussehen, weil vielleicht wird doch die eine oder andere Pflanze nicht aufgehen, warum auch immer. Zum Beispiel, weil da gerade die Nematoden die Samenkörner wegfressen, ein Vogel das Ganze rauspickt. Und wenn ihr merkt, ihr habt es doch zu dicht ausgesät, dann könnt ihr immer noch mal 1, 2, 3 Pflanzen in der Reihe einmal rauszupfen, sobald sie gekeimt sind, und dann haben die anderen Pflanzen wieder Platz. So, mit der Hand einfach einmal die Saatgutrille verschließen, leicht andrücken und ja, dann ist die Sache gegessen. Jetzt nur noch angießen, wirklich wichtig, auch jetzt im Herbst oder auch im Oktober. Es kann ja sein, dass es immer noch warm bleibt, auf jeden Fall gießen, das mache ich jetzt auch noch. Und am besten jetzt während der Keimzeit wirklich darauf achten, dass der Boden immer leicht feucht bleibt. Also nicht übertreiben, dass es jetzt komplett klitschnass ist, weil sonst kann es sein, dass das Saatgut anfängt zu gammeln. Das möchte man ja natürlich auch nicht. Und den Mini-Pak-Choi, den Tatsoi, den werde ich wahrscheinlich erst Anfang nächster Woche hier in diesem Bereich aussehen, weil dann werde ich wahrscheinlich die Hälfte von dem Mangold ernten für einen Salat oder für eine Pfanne und den restlichen Teil immer mal wieder Blatt für Blatt abernten. Der kann ja auch locker noch bis nächstes Jahr hier stehen bleiben. Vielleicht auch, wenn die Kohlrabi weg sind. Ich habe ja vorhin auch noch erwähnt, Kohl nach Kohl sollte man nicht anbauen. Wenn das mal in einem Jahr passiert, also Satz nach Satz im gleichen Jahr, dann ist das noch in Ordnung. Aber man sollte jetzt nicht im darauffolgenden Jahr nochmal hier Kohl anbauen, weil die Gefahr sehr groß ist, dass zum Beispiel Kohlhernie sich hier in diesem Boden bildet. Und dann hat man ja total die Probleme, überhaupt noch Kohl vernünftig anbauen zu können. Und hier in diesem Hochbeet werde ich dann auch erst wahrscheinlich im vierten oder fünften Jahr überhaupt mal wieder Kohl anbauen. Hier kommen dann halt wirklich alle anderen Kulturen wieder rein, weil die Fruchtfolge ist sehr, sehr wichtig, also ultra wichtig, damit man auch zukünftig gesunde Pflanzen im Garten anbauen kann. Und das war es eigentlich schon. Ich habe aber noch eine kurze Frage an euch. Und zwar wollte ich vielleicht meine nächsten Videos so ein bisschen lockerer gestalten. Ihr kennt mit Sicherheit Dennis von Zurück zum Garten. Der wohnt hier gefühlt 8-9 Kilometer weiter in Westerkappeln. Und ich habe überlegt, dass ich den vielleicht mal in den nächsten Wochen mit Abstand besuche und dass wir ja mal so ein paar Späße machen. Zum Beispiel eine Chili-Challenge, was Schönes auf Zettel aufschreiben, wie zum Beispiel, wie weit ist es von hier bis nach Russland, und derjenige, der es am nächsten errät, hat gewonnen und der andere muss dann halt vielleicht eine scharfe Chili essen. Hättet ihr auf sowas Bock oder denkt ihr einfach, das gehört überhaupt nicht in so einen Gartenkanal hinein, und diese Spaßkanäle gibt es schon zu zigtausenden auf YouTube? Dann schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren, weil wenn ihr doch mal auf so ein lustiges Video hättet, wie ich zum Beispiel den Dennis ein bisschen hops nehme, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann würde ich mit Sicherheit so ein Video machen. Ansonsten viel Spaß beim Gärtnern, bis zum nächsten Mal. Ciao.